Hi, hier ist die Viri mit Viris Vision Quest. Hallo und ganz herzlich willkommen zu diesem zeitlosen Auswahlorakel. Ja, begrüße ich euch, lade euch ein zu einem Medizinrat, ja, zur Auswahl. Thema Medizinrat, da findest du in der Infobox weitere empfohlene Videos und auch gibt es ein paar Grundlagenvideos zum Thema Medizinrat von mir, wo du gerne reinschauen magst. Ja, wir haben vier Stapel zur Auswahl, die Botschaft des Spirit und dann die vier Himmelsrichtungen Osten, Süden, Westen und Norden. Ja, spür rein, welches Bild dich hier anspricht. Die Steine sind diesmal alles Apachentränen. Das ist auch Obsidian, also Vulkanglas, eben in diese ganz speziellen Form. Wenn du dich zu mehr als einem Stapel ja hier hingezogen fühlst, spür rein, ob diese Impulse etwas bei dir anstoßen, ja, dich inspirieren, dich in Schwingung versetzen und nimm das für dich mit an Energien, was du für dich jetzt genau brauchst. Ja, wenn dir meine Legungen gefallen, dann freue ich mich natürlich über ein Like, über ein Abo. Mit Glocke gibt es immer alle Benachrichtigungen meines Kanals und ja, über Kommentare freue ich mich ganz besonders. Dein Medizinrat, Botschaft des Spirit, Stapel 1. Die Sterne, Navigation. Stapel 2, dein Medizinrat, die Botschaft des Spirit, Reis, Ernährung. Stapel 3, das Medizinrad, hier Botschaft des Spirit, der Ozean, Wellen. Und Stapel Nummer 4, für dich das Medizinrad mit, wow, Botschaft des Spirit, Vulkan entlassen, Release heißt es hier. Ja. Was spricht dich spontan an? Spür rein und wir treffen uns bei deinen Medizinratbotschaften. Bis gleich. Hallo, Stapel 1 zu deinen Medizinratbotschaften. Die Botschaft des Spirit, die du hier gewählt hast. Die Sterne. Die Navigation. Für den Osten Sonnenaufgang, Chancen, Herausforderung, alles was auch sichtbar wird, der Tiger. Süden Element Wasser, die Höchstzeit des Tages, Ort des Wachstums, des Vertrauens, der Geier oder die Geier. Ein Geier kommt selten allein. Im Westen Sonnenuntergang, Element Erde, deine innere Aufgabe. Ja, gehört ganz zu dir, nicht sichtbar, nicht spürbar. Und im Norden Element Luft, Ort der Erkenntnis, auch Ort der Ahnen, Ort der Nacht, die Giraffe. Wow. Stapel 1 für dich ist das Thema Orientierung, Ausrichtung, Neuorientierung. Und vielleicht hast du hier große Pläne. Vielleicht ist es auch etwas, was wirklich auch physisch in der Ferne liegt, also nichts in deinem näheren Umfeld. Du willst
neue Herausforderungen bestehen. Es geht um deine Freiheit, das, was für dich Freiheit bedeutet, um deine Lebenskraft, deine Stärke bekommst du hier ganz viel durch den Tiger, was dir eben helfen wird, dich neu auszurichten. Wichtig dabei ist, mit der Energie des Geiers hier alle emotionalen Altlasten zu verdauen. Der Geier steht immer für Reinigung, für Klärung, ja. Da werden die Überreste beseitigt und da kannst du auch alle, ja, emotionalen Gifte verdauen, ja. Der Geier frisst das Aas, er reinigt übrigens damit, er klärt, er ist ja von ganz großem Nutzen für die Natur, wird oft zu negativ hier gesehen. Es ist eine Zeit für dich, Stapel 1 des Übergangs. Altes darf enden. Du bekommst neue Perspektiven, du bekommst neue Orientierung, vielleicht auch über Botschaften des Universums, Botschaften deiner Ahnen. Erhöhe hier deine Achtsamkeit. Der Tiger steht auch auf einer Anhöhe, da hat man den Überblick. Sei bereit, hier neue Chancen eben zu erkennen und vielleicht auch große Pläne hier zu schmieden, die ja weit in die Zukunft reichen. Da kann der Tiger hier hinschauen, der hat den klaren Blick für die Zukunft, genau wie die Giraffe mit ihrer Weitsicht. Ja, wenn sie hier auf der Ebene schaut und nicht von oben nach unten, da bekommt man nämlich eine verzerrte Perspektive. Also hebe hier deinen Kopf, ja, wenn du vielleicht auch im Moment dir gar nicht vorstellen kannst, dass es etwas ganz Neues, anderes geben kann hier für dich. An den Sternen, an dem Lauf der Sterne, der Planeten haben sich schon eben die Ahnen, die richtigen Zeitpunkte auch erfasst. Ja, Timing ist hier auch alles. Du kannst, ich sag mal, große Entfernungen überwinden. Ja, wichtig ist, und dafür hast du das Gürteltier ganz wichtig hier in dieser Legung für dich, dass du deine Grenzen auch erkennst, dass du deinen Raum schützt, ja, dass du dich nicht verlierst vielleicht in Illusionen, in Phantastereien, ja. Ja, das Gürteltier gibt dir Stapel 1 auch diese Energie des Selbstschutzes. Da darfst du entscheiden, wer hier was Teil deines Lebens sein soll, deines künftigen Lebens natürlich. Und das Gürteltier liegt hier im Westen. Deine innere Aufgabe ist hier, deinen eigenen Raum neu zu definieren. Ja, da gehören dazu deine Bedürfnisse, deine Sehnsüchte, dein Bedürfnis nach Freiheit, denke ich, ist hier sehr groß und auch dein Wille hier, was Neues anzugehen. Und das Gürteltier eben hilft dir, dich eben deine Grenzen auch zu kennen. Ja, dass du dich löst von allem, was nicht zu dir gehört. Wichtig dabei ist, dass du hier nicht, ja, verhärtest, ja, vertrocknest vielleicht auch, sondern dich auch an diese, an deine Verletzlichkeit erinnerst. Das ist diese weiche Bauchseite des Gürteltiers. Also auch für dich die Frage dann, wem kannst du dich hier anvertrauen, ja, wo darfst du dich eben schutzlos zeigen? Du hast die Gabe, hier einmal mit dem Blick in die Zukunft, mit diesem Fokussiertsein des Tigers und andererseits mit dieser Energie kannst du Gefahren, Risiken auch früh erkennen und
dich allgemein mal fragen, was bedeutet Sicherheit für dich, was bedeutet Sicherheitsdenken für dich. Und ich denke, du bist hier schon aufgefordert, aus zu engem Sicherheitsdenken auf jeden Fall herauszugehen. Ja, aus Abhängigkeiten auch von anderen. Weil du bekommst dann hier mit der Giraffe ja auch eben die Weitsicht. Ja. Auch hier nochmal der Hinweis, sie schaut in diese Richtung für mich, in die Vergangenheit. Auch hier eine nochmal die Verstärkung, eine Botschaft der Ahnen durch ja, Zeichen aus der Natur, vielleicht durch eine Beobachtung der Sterne. Vielleicht bekommst du eine Sternschnuppe geschickt, aber es kann auf allen anderen Ebenen natürlich auch sein. Und die Giraffenenergie hilft dir, dein einzigartiges Talent zu erkennen. Auch hier hilft sie deinen Raum zu definieren, deinen neuen Raum in einer ja neu gewonnenen oder neu zu gewinnenden Freiheit. Die Giraffe schenkt dir Klarheit, ja hell bis hin zur Hellsichtigkeit. Und mit dem, was du hier ins Leben bringen willst, ragst du vielleicht ja aus der Menge heraus. Ja, das ist hier auch doppelte Energie, es ist hier vor allem auch die Kraft deiner Ausstrahlung, ja. Ausstrahlung und Körpersprache, ja, weniger das, was du hier sagst, sprichst, was hier, über was hier vielleicht geredet wird, ja. Es ist eine andere Ausstrahlung, wenn du dich hier eben neu, ausrichtest. Nutze alles, sagt dir Geierenergie nochmal, nutze alles, was vorhanden ist, verwandle eben Altes, Verdorbenes in neue Energie, ja, die braucht dir der Geier hier zum Leben. Ja, Stapel 1, sehr, sehr spannend, wie hier deine Neuausrichtung, wie hier deine Orientierung aussehen wird, welche Botschaften ja für dich hereinkommen, dein neues Gefühl für deine persönliche Freiheit nach dem ja, Verdauen von Altlasten, Klären von emotionalen Konflikten, das steckt hier drin, die dürfen enden. Es ist für dich eine Übergangszeit. Du bist gut geschützt mit dem Gürteltier. Eben deine Grenzen zu erkennen, deinen eigenen Raum zu definieren, aber auch um deine Verletzlichkeit zu wissen und wem du davon etwas zeigst. Erweiterung deiner Sicht mit der Giraffe, mit den Sternen. Ja, ich kann nur alles, alles Gute wünschen auf deinem Weg, Stapel 1. Und ja, freue mich, wenn du ein Like, einen Kommentar, ein Abo hier lässt, eine Rückmeldung. Ja, und in diesem Sinne denke ich an dich und wünsche dir was. Bis ganz bald. Ciao. Hallo, Stapel 2 zu deinen Medizinratbotschaften. Die Botschaft des Spirit ist Reis, Nourishment, die das Ernährende für den Osten, Sonnenaufgang, Element, Feuer, Chancen, Herausforderungen, das Sichtbare. Vielleicht nicht so sichtbar mit der Katze. Im Süden, Element Wasser, Ort des Wachstums, des Vertrauens, das Spürbare, Fühlbare. Wow, eine wirklich mythische Figur, mystische, der Drachen. Im Westen Element Erde, Sonnenuntergang, deine innere Aufgabe, die Gottesanbeterin
und im Nördenelement Luftort der Erkenntnis, was man lernen kann, auch die Nachtbotschaft der Ahnen, der Schwan in einer interessanten Darstellung hier. Meistens sieht man ihn bei den Karten auf dem Wasser eben hier scheinbar schwebend. Stapel 2. Das ist eine Legung, das sind Botschaften, die zielen hier auf ganz stark auf innere Prozesse bei dir. Und Reis ernährt ja rein körperlich, physikalisch, physisch die Hälfte der Menschheit und kann mittlerweile übrigens auch in trockenen Gebieten angebaut werden. Das heißt, das ist wichtig, dass du dich um deine Ernährung im wahrsten Sinne des Wortes kümmerst, also für deinen Körper, gute Zeit jetzt auch zum Zeitpunkt der Legung im Frühjahr, vielleicht hier auch eine Frühjahrskur mit Löwenzahn zum Beispiel zu machen, aber es geht ganz, ganz stark in diese Legung um, denke ich, deine spirituelle Nahrung, deine spirituelle Ernährung und dabei auch deine seelische Ernährung. Hier, es geht nämlich hier ganz stark um dein Verborgenes, deinen Schatz. Ja, gibt es ja manchmal auch den Drachen, der eine Perle in der Hand hält, deine verborgenen seelischen, emotionalen Schätze, deine Gaben, die gilt es hier wieder zu entdecken und kommt hier auch im Außen auch schon die Katze daher. Es steht hier ja beides für Magie, für Zauber. Im Asiatischen ist der Drache ja auch ein Glückssymbol, ganz anders als in unseren westlichen europäischen Traditionen. Da muss vielleicht einfach das Bedürfnis nach spiritueller Entwicklung, Ernährung hier bei dir auch geweckt werden. Das heißt, dass du neugierig wirst und hier, es wird einfach vielleicht hier im Außen bei Begegnungen oder in bestimmten Momenten Überraschendes hier geben. Dinge, die dich neugierig machen, ja. Und das lässt sich nicht so einordnen, das kommt vielleicht auch eben einfach unerwartet, ja, und mit der Katze bedeutet es natürlich auch das Thema Unabhängigkeit hier für dich, auch Geduld zu haben, neue Möglichkeiten, und es liegt hier auf der Seite der Möglichkeiten, neue Gelegenheiten und Möglichkeiten zu erkennen, die du erstmal im Stillen beobachtest. Aber erstmal muss dieses Bedürfnis, muss diese Neugier hier bei dir geweckt werden und dann auch hier eben ganz tief in dich, in deine Emotionen hineinzuschauen. Wir haben hier schon den Mond dabei und das sehe ich ganz klar als Vollmond an. Ja, habe Mut im Angesicht des Neuen, des Unbekannten. Ja, entdecke deine verborgene Perle, deine Sehnsüchte. Das ist auch, dass du hier erinnert wirst, ja, was dich hier emotional berührt. Ja, wir haben hier eine ganz stark erhöhte Sensitivität auch bei dir, Stapel 2, mit der Katze, mit der Gottesanbeterin und mit dem Schwan. Es ist ganz klar die Erinnerung an dein Potenzial, an dein unbegrenztes Potenzial. Und wir haben hier beides mal das Thema Flügel. Der Drache kann ja mit einem einzigen Flügelschlag, er ist ein Fabelwesen, kann plötzlich alles anders sein. Auch hier wieder das Thema des Unerwarteten, der Überraschung. Lass dich hier ja anstoßen von zauberhaften, magischen Begegnungen. Wie gesagt, wird man nicht einfach so einordnen können, lässt sich rational nicht erklären.
Aber es kann dich eben hier mit diesen Energien so in deine Seelentiefe hier auch bringen. Drache ist übrigens in der chinesischen Astrologie auch ein ja, Sternzeichen. Ja, es geht im 12-Jahres-Rhythmus und beginnt auch nicht mit dem Kalenderjahr. Mal reinschauen. Vielleicht bist du hier selbst auch Drache. Und wie am Anfang gesagt, das ist so alles hier ganz starke innere Prozesse auch. Und das sagt dir auch die Gottesanbeterin, die hier super getarnt im Grünen sitzt, vollkommen unbeweglich, während sie auf ihre Beute wartet, von der Idee ähnlich wie die Katze. Nur ist das hier eben ein Insekt. Was du hier so Verborgenes aus deinem Empfinden hochholst, denke ich, das eben wirst du hier eher mal für dich behalten, dich im Außen tarnen. Auch hier nochmal die Energie, die dir hilft, neue Möglichkeiten, neue Gelegenheiten zu erkennen. Der Weg ist eben auch hier nicht linear. Es gibt immer viele Wege, viele Türen, und die auch die Gottesanbeterin erinnert dich daran, an deine wahren Sehnsüchte, an deine wahren Empfindungen, an deine wahren emotionalen Beweggründe. Warum willst du etwas statt wie willst du etwas? Und die Gottesanbeterin sagt dir auch, dass der Einfluss deiner Entscheidungen auf andere eben sehr groß sein kann. Auch hier kann eine kleine Ursache eine große Wirkung haben, wie hier auch mit dem Flügelschlag des Drachens, ja. Und deshalb denke ich, ist es keine Zeit, hier irgendetwas zu entscheiden, irgendwo ins Außen zu gehen. Das ist Stapel 2 ganz klar. Deine innere Reise verbindet dich mit deiner inneren Kraft, deiner inneren Energie, und wie schon eben auch mit der Katzenenergie wird es dann diesen genau richtigen Moment geben, um eben ins Außen zu gehen, ja, zuzuschlagen, also die Beute hier bei den Tieren. Und die Übersetzung ist eben dieses zu wissen, wann du nach außen gehst. Es ist jetzt eher eben nicht dieser Zeitpunkt. Mit dem Schwan, ja, ist es auch für dich das Thema zu entdecken, ja, deine innere Schönheit zu entdecken und deine Hingabefähigkeit. Wer du bist, das zählt viel mehr als das, was du machst, ja. Auch hier für dich eine ganz stark erhöhte emotionale Sensibilität, Sensitivität, das ist hier die Botschaft der Legung. Und mit der Hingabefähigkeit des Schwans kannst du auch Heilung zulassen bei dir selbst, alles annehmen, was kommt, ohne es verändern zu wollen. Das Universum Stapel 2 hat hier einen Plan für dich. Und du hast auch die Wehrhaftigkeit, ja, mit der Kraft des Drachen, und das eben die interessante Darstellung des Schwans. Schwäne sind sehr wehrhaft, ja. Ich denke, du bist hier keinen Angriffen ausgesetzt, ja, das liegt ja hier auch in der Nacht, aber du hast eben in dir diese Kraft der Widerstandsfähigkeit auch. Ja, ganz viel los hier im Inneren bei dir, Stapel 2. Lass dich ja, wie gesagt, hier anstoßen von den Impulsen, die vielleicht auch aus der Nacht hier kommen. Ja, seelische Ernährung
spirituelle Ernährung, ja, das Bedürfnis nach danach auch deine ja wahren Empfindungen hier leben zu dürfen. Endlich. Ja. Es gibt eben dafür dann auch genau den richtigen Zeitpunkt und ja, lass dich überraschen, nimm auch Unerwartetes mit. Ich sehe hier schon auch den Weg in eine neue Freiheit beziehungsweise eine für dich neue Unabhängigkeit, Stapel 2. Ja, alles Liebe für dich. Bin gespannt, wie so sich dein Weg hier entwickeln wird. Wenn dir diese Legung gefallen hat, lass gerne ein Like hier, ein Abo, einen Kommentar. Da freue ich mich und in diesem Sinne denke ich an dich und wünsche dir was. Ciao, ciao. Hallo, willkommen Stapel 3 zu deinen Medizinrat Botschaften. Du hast dich ja für ja den Ozean entschieden. Thema Wellen, Botschaft des Spirit. Ja, es gibt ja gar keinen Ozean ohne Wellen. Im Osten das sichtbare Element Feuer, Chancen, Herausforderungen, Begegnungen. Süden Element Wasser, Ort des Wachstums, des Vertrauens, das emotionale, seelische, das Empfinden, das Zebra. Im Westen Sonnenuntergang, Element Erde, innere Aufgabe, innerer Weg, der Jaguar. Und Norden Element Luft, Ort der Erkenntnis, die Nacht, auch Ort der Ahnen, der Hund. Stapel 3. Wir haben hier zweimal den Dschungel. Interessant auf der Ebene. Das Bunte hier auch. Streifen, Punkte. Ozean, Stapel 3. Der Ozean ist auch ein Bild für das Alles, für das All ist. Das heißt, auch astrologisch Neptun, Planet Neptun, verbunden mit dem Sternzeichen Fische. Und zum Zeitpunkt dieses zeitlosen Auswahlorakels sind wir so in den letzten Tagen des Fisch, so in dem ja, letzten Teil der dritten Dekade. Ja, und es gibt keinen Ozean ohne Wellen. Sonst wäre es ja kein Ozean. Es geht vor allem auch für dich, Stapel 3, um das Thema Rhythmen, um das Thema Zyklen, ja. Wie du dich durch Zyklen bewegst, ja. Kannst du Wellen reiten oder hauen dich die Dinge um? Auch der Schmetterling spricht natürlich von Zyklen, von Metamorphose, von klar abgesetzten, abgegrenzten Phasen, Ebbe und Flut. Hier die vier Phasen, das Ei, die Larve, Kokon und der Schmetterling, ja. Und wo siehst du dich hier? Empfindest du dich ja im Chaos oder bist du dabei, ja, das Wellenreiten zu erlernen? oder als anderes Bild, dich hier durch den Dschungel zu kämpfen mit dem richtigen Werkzeug, der richtigen Ausrichtung. Alles kann sich ja mit dem Flügelschlag eines Schmetterlings verändern. Das ist die Basis der Chaostheorie, ja, und so kann der Ozean statt als All es, also da, wo alles ist, was je war, was ist, empfunden werden oder eben als das totale Chaos. Das liegt jetzt an dir. Du hast die Chance, dich hier ja mit den Wellen, mit den Zyklen zu gehen, ja, und dich nicht mitreißen zu lassen.
eigene Individualität zu erkennen, das sagt dir hier das Zebra, deine seelische Stärke ja auch, die sagt, bei emotionalen Turbulenzen, heftigen, ja, vielleicht Stürmen, da bist du oder bekommst hier die Energie der Standhaftigkeit, der Wehrhaftigkeit, ja, Zebra-Energie, das ist ja auch Pferdeenergie, hier ein afrikanisches Pferd, weil du weißt, dass eben nicht alles schwarz oder weiß einfach ist. Und dann kannst du hier mit Zebra und dann auch der Jaguar-Energie für Probleme, für die hier entstehen und für Chaos sorgen, ganz neue Lösungen auch finden. Ja, so Zebra-Energie ist immer auch verbunden mit dieser ja, Pionier-Energie, mit diesem Erfindergeist. Und du bekommst dann ja hier den Jäger aus dem Dschungel dazu, den Jaguar mit den Punkten. Ja, wir haben hier die Streifen, hier die Punkte. Und für dich heißt das, du bekommst hier die Energie, die Muster des Lebens auch im größten Chaos zu erkennen. Ganz starke stabilisierende Energie für dich, wenn es hier wirklich hoch hergeht. Das kann ja hier bis zum Tsunami gehen und dann ein andermal ruht die Oberfläche wieder still. Das kann ja auch manchmal sehr plötzlich passieren. Ja, du hast hier eben die Fähigkeit, bekommst die, oder das ist dein Weg, dein innerer Weg, hier die Punkte zu verbinden zu einem Bild, ja, wo andere eben einfach nur Punkte sehen, bekommst du hier die Fähigkeit, eben das größere Muster zu erkennen, auch im größten Chaos. Und ich denke, du bekommst auch eine stark erhöhte hier Sensibilität, ja, für diesen Moment, wenn sich die Wellen beginnen aufzubauen. Und für dich ist wichtig, dass du auch, wenn du Teil einer Gemeinschaft bist, dass du hier deinen Weg gehst, dass du das Leben lebst, was du willst, ja. Und der Jaguar geht dabei ja methodisch vor, ja. Das ist ein Mittel, eine Waffe gegen das Chaos. Methodik, Struktur und Strategie. Und diese Fähigkeiten, die kannst du jetzt hier weiterentwickeln. Und so kannst du lernen, so kannst du erkennen, wie man auch gemeinsam durch dick und dünn geht. Der Hund steht ja immer ganz stark für das Thema Treue, für das Thema Loyalität. Er sucht die enge Bindung, auch ist es die bedingungslose Liebe, die vor allem auch darin besteht, und das erkennst du in allem möglichen Chaos, dieses Verständnis für die Schwächen der anderen, für das Unperfekte, das eigene Unperfekte und eben auch hier das Unperfekte deines Gegenübers, deine Menschen um dich herum. Und wie schön, dass du dann in diese Phase hier der Transformation bist und dann eben scheinbar chaotische Situationen, chaotische Beziehungen hier ganz anders für dich nicht nur einschätzen kannst, sondern auch ganz anders damit eben dann umgehen kannst. Und da geht es nicht darum, hier rücksichtslos deinem Weg zu folgen. Du bist ja auch hier wie mit dem Zebra ein Teil der
großen Herde. Hier der eben dieser viel engere Bezug zu vielleicht einem Menschen oder mehreren Menschen. Du lernst hier, das ist deine Transformation hier. Ja, ein großes Verständnis für die Schwächen der anderen auch zu entwickeln. Ja, nobody is perfect und was immer es auch bedeuten würde, wenn jemand ja perfekt wäre. Ja, hört sich ja schon irgendwie ganz komisch an. Ja, die eigene Individualität ist wichtig, aber es geht nicht um Perfektion. Ja. Ja, Stapel 3. Wow. Ganz tolle Energien hier für dich. Ganz starker eben transformativer Prozess. Und ich wünsche dir alles Gute dabei, hier Wellenreiter zu werden und ganz großes Verständnis zu entwickeln und damit auch neue Lösungen zu finden im Rhythmus des Lebens. Im Rhythmus von Ebbe und Flut, im Rhythmus der Metamorphose. Wow! Wenn dir meine Legung hier gefallen hat, lass gerne ein Like hier, ein Abo oder auch einen Kommentar. Da freue ich mich und in diesem Sinne denke ich an dich und wünsche dir was. Bis ganz bald. Ciao! Hallo, Stapel 4 zu deinen Medizinratbotschaften. Du hast dich für den Vulkan entschieden, das Entlassen, Release. Du bekommst im Osten, Ort des Feuers, Sonnenaufgang, alles was sichtbar wird, Begegnung, was in der Begegnung ist, wow, den Widder. Süden, Element Wasser, das Seelische, Emotionale, das Empfinden, das, worauf du vertrauen kannst, das Seepferdchen. Im Westen Element Erde, Sonnenuntergang, deine innere Aufgabe, dein innerer Weg, das Faultier. Und Norden, Ort der Erkenntnis, die Nacht ist auch Ort der Ahnen, Element Luft. Ja, was gilt es, wow, zu lernen hier? Hui, der Phönix, eine ja weitere mystische Gestalt, ein Fabelwesen, wie auch bei Stapel 2, meine ich ja. Stapel 4, wow, hier ist aber ganz schön Dampf auf dem Kessel. Viel Feuer, viel Bewegung, aber es geht mit dem Vulkan hier um etwas, was schon hier vielleicht sich länger schon im Inneren entwickelt hat, ja, von daher gar nicht so plötzlich ist, ja, da hat es schon Anzeichen, gibt es da, dass du etwas unterdrückt hast, aber schon es eben hier krummelt, ja, und jetzt hier so der Punkt ist, wo hier etwas plötzlich dann doch rauskommt. Verstärkt hier ganz spannend auch mit der Widderenergie. Und auf der Karte sieht das wirklich so aus, als würde hier Magma zu Füßen des Widders hier lang fließen. Ganz interessant, wenn man hier immer wieder mit den verschiedenen Decks arbeitet und dann so etwas entdeckt. Also hier kommt auf jeden Fall für dich etwas raus, was schon lange in deinem Inneren war. Ob das nun unterdrückt war oder ob das einfach ein natürlicher Prozess ist, wie eben bei einem Vulkan in Esch dann auch, das kannst du vielleicht besser beurteilen. Auf jeden Fall geht's hier schon plötzlich raus, hier wird etwas ausgestoßen. Das machen nämlich auch die Seepferdchen. Könnt ihr euch mal so Videos bei YouTube oder Dokus anschauen, die dann hier die Babys in sich tragen. Übrigens die männlichen Seepferdchen machen das. Ja, da hauen die Mädels
vorher ab. Geht hier immer auch um das Thema Rollen. Bilder um Stereotypen, aber vor allem hast du eben, sie stoßen diese Jungen auch aus. Ja, also hier ein etwas, was wirklich, ja, geht eine Schwangerschaft voraus und ja, entweder bist du wirklich schwanger, eine schnelle Geburt, oder wenn es eben hier nicht um eine Schwangerschaft geht, dann um etwas anderes, was hier in dir schon die ganze Zeit am Arbeiten war. Und dabei geht es vielleicht jetzt schon hoch her, aber du bist hier seelisch gut verankert, weil was die Seepferdchen-Energie eben auch bringt, ist diese Schwanz, der sich dann, wenn es hier hoch hergeht in der See, sich hier festhält und dann eben mit der Schwingung, mit den Turbulenzen hier mitgeht. Und da bekommst du, wenn da etwas aus dir herauskommt, auch, denke ich, auch plötzlich mal eine ganz neue Perspektive, ja, hier von der Anhöhe, steht hier oben, und hier ist dann auch der Wille da, weiterzugehen. Und was vielleicht auch erst einmal wie ein großer Schaden aussieht und auch natürlich schaden kann, daraus erwächst natürlich fruchtbares Land, ja. So ist das, wenn dann die Magma zu Lava hier abkühlt, und dann kann darauf etwas ganz Neues wachsen. Was ist dein Anker? Du hast hier immer deinen seelischen Anker dabei, eben wenn es stürmisch wird. Und hier im Westen bekommst du, ja, muss ich sagen, zum Glück eine langsame Energie. Das hier ist ja alles bumm, bam, ja. Und wenn das dann mal ins Fließen kommt, ist das unaufhaltsam. Und hier dein innerer Weg, deine innere Aufgabe ist die des Faultiers. Und da geht es darum, dass du gut mit deinen Energien umgehst, ja. Dass du hier nicht verbrennst, dich nicht verschwendest, sondern eben gut auf deine auch körperlichen Energien hier aufpasst, dass du keine Energie verschwendest. Hier ist schon genug los, hier geht's schon heiß her, ja, hier kommt, wie gesagt, es hier schon plötzlich raus, ja, mit Macht vielleicht auch, mit einem starken Willen hier auch verbunden. Vielleicht brichst du zum Beispiel aus einem Rollenbild aus, ja, das du bisher gelebt hast. Das kann es auch heißen, und das wird dann schon erstmal für große Verwirrung, Irritationen und auch Widerstand im Außen sorgen, ja, ein Ausbruch aus dem bisherigen, aus deinem bisherigen Rollenverständnis, was weiblich, was männlich zu sein hat, ja, da geht es mit Seepferdchenenergie darum. Und da kann es eben, wenn du hier ausbrichst, ja, große Veränderungen geben. Aber das Faultier hilft dir hier auch alles aus dem Stillen heraus, aus allen Perspektiven zu betrachten, ja. Auch hier immer wieder zu schauen, dass du Zeit für dich hast, dass du Zeit zum Entspannen hast, wenn es hochhergeht. Und du kannst dir eine gewisse Diplomatie entwickeln. Das ist Energie des Faultiers. Und vielleicht gibt es hier dann ja auch Streitgespräche um dein neues Rollenverständnis. Dann nutze die Energie des Faultiers, eben diese Diplomatie, auch das Beste in dir, in den anderen, in jedem zu sehen und hier sich nicht zu sehr mitreißen zu lassen. Und der Phönix, der steigt hier aus dem Vulkan auf. Das ist schon
ziemlich starke Energie. Und ja, wenn du eben das, was hier aus dir herauskommst, lebst, dann ja, wird das wie eine Wiedergeburt sein, ja. Der Phönix ist der ultimative Hüter des Feuers, und wenn er stirbt, zerfällt er eben dann zu Asche, aus der er selbst wieder aufsteigt. Und das ist auch die Botschaft für dich der zweiten Chance, der zweiten Gelegenheit, ja. Wenn es hier Trennungen in der Vergangenheit gab, ja, oder das jetzt Thema ist, dann eben bekommst du die Energie der zweiten Chance. Wow, das ist das eben auch dann dieses Bild der neuen fruchtbaren Erde. Stapel 4. Verankere dich hier seelisch gut. Du kannst dich darauf verlassen, und ich bin sehr gespannt, was du hier erleben wirst, was hier ja heraus will, was sich hier im Inneren entwickelt hat, was du ins Leben bringen willst, was vor allem auch deine Horizonterweiterung hier ist, eben durch dieses Loslassen von Stereotypen, Mustern. Wow, ganz toll, beobachte gut dabei, betrachte alle Perspektiven, finde das Beste hier in jedem. Du wirst diese diplomatische Gabe, diese innere Ruhe brauchen. Ja, Stapel 4. Dolle. Bin gespannt. Wenn dir diese Legung gefallen hat, dann lass gerne ein Like hier, ein Abo, einen Kommentar. Da freue ich mich. Und in diesem Sinne denke ich an dich und wünsche dir was. Bis bald. Ciao, ciao.